Ach Gott. Manchmal vergeht das Leben so schnell und dann vergeht es wieder überhaupt nicht. Das ist ein Jammer. Manchmal hätten wir gern zum Beispiel, dass schon Ende April wart oder nächstes Jahr wart und dann geht es so langsam. Und dann waren die 10 Welttouren, vergeht es wieder so entsetzlich. Ach so, nein, da vergeht es auch. Da vergeht es auch langsam. Es vergeht überhaupt nicht schnell. Ach ja. Manchmal denke ich mir, wenn jemand so gar aus einem Auto aussteigt, jetzt will er mit der schießen, dabei will er nur ein Autogramm. Das ist ein Jammer. Um also jetzt den Faden fortzuspinnen, müssen wir uns das ungefähr so vorstellen, wie auch ich, der ich ja nun wirklich schwer resistent bin gegen alle Schnölle, auch diesen Gesetzen unterliege. Also nehmen wir zum Beispiel her, morgen ist also Palmsonntag. Ne? Es ist eine, irgendwie kränkt einem das, weil es gibt also keinen Fettberg-Sonntag. Es ist also schon irgendwie diese hierarchische Idee. Es wird zwar an den Montagen, in der Karwoche, also an den Karmontagen, wird in den Domen das Fett geweiht, diese heiligen Fette, die sie da zum Schmieren und zum Salben benutzen, aber es ist doch ein gewisser hierarchischer Gedanke. Es gibt einen Palmsonntag, aber mit knapper Not einen Fettmontag. Und so haben wir uns gedacht, plaudern wir ein bisschen mit dem Tobias Moretti, der ja eigentlich ein großer, großer Schauspieler von den Münchner Kammerspielen ist. Und ein Naturrodler, der rodelt die ganze Zeit von oben nach oben. Ich meine, ein Wahnsinn, ja. Allein der Gedanke ans Rodeln macht mich ja ganz... Jedenfalls danke ich, dass er zu uns... Was für ein wunderschöner Mensch. Ach, hey. Dieses Kompliment darf ich zurückgeben. Ich bin eigentlich schön. Ich bin auch davon überzeugt. Was heißt eigentlich? Ja, ich bin eigentlich schön. Ja. Hetero oder Homo? Ach so, nein. Krokade oder ehrlich? Schwere Entscheidung. Gell? Es ist, ich werde mich für Fokade entscheiden. Genau. Und ein bisschen Wasser dazu vielleicht. Ja, das, ja, genau. Surfen wir hin und her. Warte zuerst den Wecker. Wir haben so eine Viertelstunde. Da ist der Palm nichts. Würden Sie den Tisch da halten? Nein, den Tisch gegen, so. Dann kann ich da... Geht so. Das ist auch nicht mehr der Neueste. den haben Sie irgendwo von einer Abbruchhalde. Der Herzart. Zum Wohl. Prost. Sie müssen heute noch nach München. Ja, leider. Wer ins Fernsehen sich begibt, der kommt darin um? Nicht immer. Es kommt immer drauf. Aber immer öfters. Ja, ja. Sie sind ja benannt nach dem Autor, Moser. Ja, genau. Wissen Sie, dass der Moser mit mir im Meidlinger Kolbing-Kurier geschrieben hat, 1969, wirklich, 1969 bis 1972? Das ist interessant. Hat er mir Weihnachtsgedichte. Ach so. Ja. Das hat er mir gar nicht erzählt. Kennen Sie ihn persönlich? Also so weit geht es schon. Also, das ist ja, die haben vorher einen anderen Namen gehabt, der hat mir nicht so gut gefallen. Gruber oder was, das war mir zu blöd. Da habe ich gesagt, Moser wäre genau das Richtige. Ne? Mhm. Na, jetzt heiße ich Moser. Und das mit dem, also ich habe das Gefühl, Sie machen ja so Staffeln. Ja, genau. Und das Gefühl am hat Anfang, sie nicht gedrückt. Am Anfang hat sie der Hund alle abgeschleckt. Und jetzt ist immer es, weniger. Jetzt ist es so, dass das Abschlecken von Hunden, ja, war man nicht ausgesprochen, wie nennt man das, war mit Hunden, also man mag das ja eigentlich nicht. Also von Natur aus mag ich das gar nicht, dass man einen Hund ausschlägt. Naja, es ist so, es ist, bis man es gewohnt ist. Ne? Es ist es ist eigentlich
eine Zuneigung des Tieres, ja, ja, der ein Liebesbekenntnis. Ja. Und aber er darf schon mal schauen, wann wir uns seinerseits ihm ausschlecken darf. Ja, ja, das darf ihm schon gefallen wahrscheinlich. Ja, das darf ihm sogar gefallen. Aber ja, mir ist wurscht und er mag's. Und ja. Aber ich habe den Eindruck gewonnen, Sie würden immer weniger oft jetzt abgeschleckt. Haben Sie da einen Vertrag drauf bestanden? Nur mehr jede dritte Staffel? Nein. Aber ich habe den Eindruck, also beim Zuschauen habe ich mir gedacht, schau, weil das war ja immer, also ich bin ja Erkenner der pornografischen Materie. Und wenn man zum, das habe ich eh schon mit Nietzsche erörtert, zum Beispiel das anuriniert werden im Porno, ist eine wahnsinnig komplizierte Darstellung. Hat das was mit der Inflation zu tun, der Lust oder so? Also wenn man sich immer öfter abschlägt, dass es dann immer interessant ist oder so? Nein, die Darstellung dieses Exzesses ist wahnsinnig schwierig. Ja. Weil wenn man sich zum Beispiel anurinieren lässt, dann, wie soll man sagen, eigentlich graust es einem beim anuriniert werden. Und jetzt ist es aber, jetzt sagen wir, die meisten Regisseure schauen nett. Aber was? Also die Regisseure sagen, so und so zu schauen beim anuriniert werden. Ja. Jetzt bemühen sie die nett zu schauen, aber in Wirklichkeit graust der. Und so denke ich mir also auch beim Abschlecken des Hundes, sagt der Regisseur, sei erfreut. Ach so, nein. Sagt er das nicht? Nein, absolut nicht. Ich meine, das ist eine Geste vom Hund, wie gesagt. Das merkt man gar nicht mehr. Also da braucht man sich gar nicht irgendwie infiltrieren, das geht von selber. Kein Problem. Aber ich kann Ihnen den mal vorbeischicken. Sie können es mal mit dem probieren. Nein, ich hab's ja viel lieber mit Kommissaren als mit Hunden. Ach so. Aber Sie können sich ja auch mal. Sie können sich ja auch mal, ich kann Sie mal einladen, Sie kommen zum Set und dann warten wir, bis der äußern gehen muss und dann kommt der Hund. Boah. So vielleicht ein ganz neues, Lebensgefühl, wer weiß. Und Sie lernen da jedes Mal Text, haben Sie da jemanden, der mit Ihnen das lernt? Lernen Sie Allah, lernen Sie leicht? Ich lerne zum Beispiel, also ich muss jetzt ein Palmtrad jetzt anfilmen, da habe ich eh nur 17 Sätze. Ja. Aber ich habe eine panische Angst davor, das zu erlernen. Ja. Und vor allem nämlich sozusagen, man hat das Gefühl, wenn man sich nicht in jeden einzelnen Satz hineinschmiegt, wochenlang, ja monatelang für jeden Satz, entsteht ja dann diese sozusagen typische Seriensituation. Wobei natürlich, Sie haben immer den Kommissar drauf, aber trotzdem natürlich, ist das es geht eigentlich nicht, also die Frage eher. Aber Sie machen einen Kinofilm jetzt, oder? Der Ball macht einen Kinofilm. Und da spielen und Sie? Ich spiele auch mit. Mit 17 Sets? So circa. Ja, wie lange ist die Vorbereitungszeit? Also ich habe schon das Drehbuch. Ja. Und ich habe eine Frau angestellt, die wird sozusagen jeden Tag eine Stunde mit mir proben und im August. Und wann? Also lernen. Wann dreht sie den Film? Im August. Na, das habt ihr noch. 6 Monate, das ist pro Tag, sind das wahrscheinlich 4, 5 Worte, das geht schon. Wie schaffen Sie das? Ja, das ist auch Gewohnheitssache. Ich meine, irgendwie ist der Sprachduktus ja immer derselbe und da mittlerweile ist es so, dass ich mir das in der Früh anschaue und ein bisschen mich vorbereite und dann geht das schon. Also Text lernen tue ich eigentlich überhaupt nicht mehr. Ich schaue mir nur die Situationen an, wenn mir was nicht gefällt, dann konzipiert man es halt. Aber beim Theaterspielen, da tun Sie schon monatelang vorher und... Selbstverständlich. Und darum wird dann das Theater auch substanzieller als diese Serie, ne? Ja, nicht nur. Ja. Aber also ich habe das Gefühl, also das heißt, es ist so, zum Beispiel, ich habe jetzt vorige Woche in Ungenach in Oberösterreich mit einem Pfarrer geredet. Ja? Ja. Der muss natürlich dafür sein, also ich meine, für die Theologie. Weil ich meine, er ist jetzt schon über 50 und er geht dann in Pension. Und Sie glauben, ich muss fürs Fernsehen sein. Jetzt müssen Sie natürlich für die Serie reden, das ist klar. Aber man hat das Gefühl, also sozusagen, dass körpersprachlich ein Widerstand stattfindet. Nein, es ist so, schauen Sie, es ist ganz einfach. Ein Massenmedium ist nicht nur für Minderheiten da. Wenn man jetzt dieses Medium benutzt, Dienstleistung an der Bevölkerung. Wenn man das benutzt, dann muss man auch das als solche ansehen und dann weiß man auch genau,
man hat eine bestimmte Zielgruppe und dann und das hat eine bestimmte Funktion. Und wenn halt da 10 Millionen Leute anschauen, das mit Freude in ihr Wohnzimmer lassen, dann dieses Produkt, dann hat es eine ganz andere Funktion, ein anderes Ziel, als würde man Theater spielen und einen Film machen. Ne? In jedem Fall ist es so, dass Fernsehen oder die Qualität des Fernsehens eigentlich die Gratwanderung ist zwischen Spannung und Kitsch. Und aber beim Film ist es zwischen Kitsch und Kunst vielleicht. Mhm. Also Schauspielen, Rodeln und Theaterspielen. Was ist das Schönste? Rodeln wahrscheinlich. Rodeln. Im Winter schon, ja. Wenn man die Schenkel so zusammenpresst und da so runter. In Rodeln. Engen Hosen. Rodeln hat was Entspannendes, ja. Weil sich was bewegt. Und Bewegung ist entspannend. Liegst du am Bauch mit dem Gesicht nach vorn? Nein, das ist nicht Rodeln, das ist Skeleton, was Sie meinen jetzt. Wie? Skeleton nennt man das. Rodeln ist das mit dem Gesicht nach hinten. Wie? Mit dem Kopf, also man sitzt auf der Rodel, man liegt eher. Wie? Aber was Sie meinen, mit dem Bauch auf der Rodel liegend, mit dem Gesicht nach vorne, ist Skeleton. Na, nie gehört. Nein, nein. Haben Sie das in Österreich auch? Müssen Sie mal probieren. Ja. Das wäre überhaupt, wenn man schon von Beschleunigung spricht, das wäre überhaupt die optimale Beschleunigung. Sie auf einer Rodel. Das ist rekordverdächtig. Wenn ich hinter Ihnen saß, so. Ja. Oder umgekehrt. Oder also, nein, Sie gehen nichts mehr. Ich muss ja lenken. Könnten Sie da überhaupt noch lenken? Ja. Mit Gottes Willen. Was haben wir noch alles? Am Set warten, das haben wir schon. Text lernen. München. Ja. Jetzt im Moment spielen Sie in München. Morgen habe ich eine Vorstellung in München. Also das ist so nicht, aha. Also Sie, gleichzeitig spielen Sie in München. Ja, genau. Und wahrscheinlich eine Riesenrolle. Ja, Thomas Bernhard. Thomas Bernhard. Theatermacher. Was sagen Sie da? Was spielen Sie da? Ja, den debilen Sohn Ferruccio. Jö. Das ist ein schönes Stück. Schön der allebei drangsaliert wird von seinem... Ja, genau. Ja, wer ist der Traugott Fuhre? Nein, wer spielt das? Wer den Theatermacher spielt, der Lambert Hamel. Aha, den kenne ich. Ja. Ja, so ist das. Mhm. Und wenn Sie jetzt, Sie sind jetzt ein großer Schauspieler, wenn Sie jetzt von jemandem, also wenn Sie wo mitspielen wollen, müssen Sie dann immer sich casten? Das tue ich nicht mehr, nein. Nein, jetzt rufen Sie an und sagen, Sie sagen ja meistens, nein, ich kann nicht, und das ist vorbei. Mhm. Zum Glück, ja. Ja. Also das ist nämlich eine harte Demütigung, weil ich habe jetzt einen Brief gekriegt eben von dieser Produktion, ja. Sehr geehrter Herr Fetzberg. Wir haben morgen, natürlich am Palmsonntag, Zusammenkunft. Ne? Und wenn, das wird mit Videos aufgenommen, und wenn das nicht gut genug ist, dann ist nichts. Dann ist nichts, ja. Nein, das wird schon was. Glauben Sie, bin ich geeignet? Nein, ich glaube schon. So, böse schauen, ich bin also ein böser Onkel. Was spielst du denn da in dem Film? Eben ein bisschen an schwulen, begotten, aber auch strengen Onkel. Und diese Mischung. Aber keinen Priester, oder? Nein. An begotten, jovialen Onkel. Ja. Aber ich weiß nicht, wie ihn anlegt. Also. Ja. Hintergründig, ist immer besser. Genau. Dass die Leute nicht wissen. Ja, ja. Jetzt muss ich schmeißen, gell? Ja. Sie sind ungemein lieb. Ja. Also, Kann ich zurückgeben? Ja, nein. Wohl, ich meine es. Ah gut, Sie sind aber auch noch sexy dazu. Das ist immer relativ. Nein, ich weiß, was ich weiß. Aber zuerst kommt noch das Foto. Also ja, genau. Der Robin. Moment, da muss man uns jetzt ein bisschen herrichten. Weil genau, das ist ja. Da. Das ist ja immerhin ein Dokument. Ach Gott, ein Bild. Und morgen hat er Geburtstag. Jetzt müssen wir eine Dose schießen. Das werden wir machen. Jetzt pass auf.
Was ist denn da drin? Wärme oder was? Nein, nicht gern. Vielleicht eine Summe von Strümpfen, glaube ich. Wow! Und diese Muskeln, ich meine. Nein.